Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr Time Machine auf eurem Synology NAS einrichten und aktivieren könnt. Ihr geht zunächst auf euren Browser, meldet euch einmal bei eurem Synology NAS an. Genau, dann meldet er sich ganz normal an. Dann haben wir hier ein paar Infos. So, dann gehen wir zunächst auf die Systemsteuerung und wir legen einen gemeinsamen Ordner an. Machen jetzt mal testweise einen gemeinsamen Ordner. Das ist jetzt einfach Time Machine Unterstrich Test. Papierkorb wird nicht benötigt. Andere Dateien lassen wir auch weg. Verschlüsselung wollen wir auch nicht. Lassen wir auch weg. Lassen wir alles weg. Genau. Dann übernehmen wir den Ordner. Jetzt werden natürlich die Freigabeberechtigungen gegeben. In unserem Fall läuft Time Machine über die einzelnen Benutzer. Das heißt, wir haben hier verschiedene Benutzer angelegt und wir würden die dann einmal hinzufügen. In meinem Fall lasse ich es bei meinem Namen und dem Admin. Gehe wieder auf OK. Und wir hätten jetzt den neuen Freigabeordner erstellt. So, dann gehen wir hier einmal auf Systemsteuerung. Gehen auf Dateidienste und haben wir einmal SMB und AFP. Genau, dann gibt es hier einmal auf Erweitert und hier können wir Time Machine einrichten. Einmal Time Machine über AFP und einmal Time Machine über SMB. Durch das SMB 3 ist SMB auch stabiler geworden, nur ich nutze aktuell immer noch AFP. Das heißt, ihr aktiviert Bonjour, aktiviert hier AFP. Und dann sagt ihr, welchen Time Machine Ordner, also welcher Ordner Time Machine dann machen soll. Wir klicken drauf und dann sehen wir hier, ist in dem Fall Time Machine und wir könnten jetzt auch noch einen zweiten Ordner machen. Wir könnten zum Beispiel die Time Machine Backups jeweils in die einzelnen Benutzer einsortieren oder halt auch einen allgemeinen Ordner machen. Ich habe es in dem Fall so gemacht, ich habe einen allgemeinen Ordner gemacht und lasse da meine ganzen Macs reinsichern. Genau, dann gehen wir hier auf Abbrechen, gehen hier auf X und dann können wir uns das kurz anschauen, indem wir hier oben hier auf das Time Machine Logo gehen, gehen hier auf Time Machine öffnen und hier können wir gleich auf Volume auswählen, dann wird automatisch das Time Machine Volume angezeigt. Würden wir jetzt das zweite hinzufügen, würde jetzt Time Machine Unterstrich Test auch noch auswählbar sein für die Time Machine Funktion. So, das wäre es in dem Fall schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!